Ein fröhliches Mögel, liebe Meute, wie geht's? Wie steht's bei euch? Ich hoffe, ihr seid fit und munter. Nachdem ich mir jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit keine Decks aus dem Internet angeschaut habe und jetzt sogar schon der Patch rausgekommen ist, also auch schon vor ein paar Tagen, habe ich mir gedacht, wird es Zeit, endlich mal sich ein bisschen zu informieren und ein bisschen einfach so über diese ganze Thematik zu reden, wie ich mir denn die Meta vorgestellt hätte und wie sie jetzt schlussendlich geworden ist. Und tatsächlich war ich sehr überrascht. Also ich habe so ein paar Sachen schon raussehen können, dadurch, dass sehr, sehr viele Leute das halt einfach gespielt haben, so wie zum Beispiel, dass Paladin extrem stark sein wird, dass der Schamane, der Hunter, dass solche Decks halt einfach unglaublich potent sind. Das war wahrscheinlich jedem klar, der in die Ranked-Meta reingeht, weil er eigentlich nur diesen Decks irgendwie begegnet. Als ich aber dann schlussendlich wirklich mal auf HS Replay nachgeschaut habe, wie das denn allgemein da ist, gab es auch so ein paar Decks, wo ich einfach gedacht habe, oh wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar eines dieser Decks ist Shadow Priest. Den werden wir heute nämlich spielen. Ein anderes Deck ist zum Beispiel der Deathrattle Demon Hunter immer noch. Wo ich mir auch dachte, hey wow, also mit diesen Decks, den bin ich irgendwie, ich habe jetzt die letzten Tage immer mal wieder gespielt, glaube ich, kein einziges Mal begegnet. Es ist halt wirklich krass und ich hoffe, dass es halt, wenn ich jetzt mit den Rängen wieder aufsteige, dass ich da irgendwie auf Diamond wieder mehr Alternativdecks begegne und nicht nur Schamane, Paladin und Mage. Aber es ist halt einfach extrem nice zu sehen, dass die Meta wirklich hier so weit gefächert ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen kleinen Aufruf an euch machen, denn ich muss wirklich sagen, es hat mir jetzt die letzten Tage und Wochen wirklich das Spiel versüßt, einfach selber diese Decks zu craften. Einfach selber ein bisschen diese Erfahrung zu sammeln und nicht einfach aus dem Internet Copy-Paste irgendwelche Decks zu nehmen. Deswegen an dieser Stelle diesen kleinen Erfahrungswert möchte ich an euch weitergeben. Falls ihr wirklich sagt, mit dem nächsten Set wollt ihr das auch mal ausprobieren, dann macht das wirklich. Es ist so schön, einfach diese Erfahrung von dem neuen Kartenspiel zusammen. Also wirklich, man geht blind da rein, man sieht Karten, man denkt sich, oh wow, die könnte ich ja tatsächlich zusammenpacken. Das wäre ja mal eine coole Kombo. Und einfach selber auf solche Sachen zu kommen, ist ein unglaublich gutes Gefühl. Kann ich euch definitiv empfehlen. Genug aber davon, wir schauen jetzt, wie der Aggro Shadow Priest performen wird. Ich habe mir unterschiedliche Decklisten angeschaut und das scheint tatsächlich diejenige zu sein, die mit am stabilsten funktioniert, mit am meisten gespielt wird. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe mir dieses Deck, glaube ich, gestern oder sowas rausgezogen mal. Und ja, richtig, richtig cool finde ich erstmal, dass Dark Bishop Benedictus hier wirklich einen Platz gefunden hat und dass der Shadow Priest im Standard spielbar ist. Dass er zusammen in Kombination mit dem Void Touch Attendant gespielt wird, ist halt auch super nice. Er ist ein Galo One Drop 1-3, er wird relativ selten getötet, wegen hohen Stats, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und man kann halt mit der Hero Ability direkt im Early Game den Gegner ein bisschen drücken, für 3 nämlich direkt. Das ist halt schon die verbesserte Heldenfähigkeit des Jägers, die du zielen kannst. Also von dem her finde ich das schon mal eine ganz nette Sache. Ansonsten hast du natürlich weitere sehr, sehr gute One-Drops, die du rausspielen willst, wo du halt einfach auch Geschwindigkeit aufbaust, um dann über den Void Touch Attendant diese plus 1 Damage immer anzurichten, um sie zu buffen über Dragonmaw Overseer und dann schlussendlich über Knife-Wände und Void Shard den Gegner zu finishen oder alternativ Shadow Spirit. Um dich dann so ein bisschen noch im Spiel zu halten, versuchst du natürlich über Thrive in the Shadows dir entweder Raise Dead zu holen, also wieder einen Refill zu generieren oder alternativ dein Void Shard, um irgendwelche stärkeren Minions rauszunehmen. Ich denke tatsächlich, dass das Deck hier wirklich cool ist, wenn du die richtigen Karten schnell genug ziehst. Ihr habt gerade noch gesehen, ich habe hier gerade sehr, sehr viel mit dem Dudedi noch gespielt, da kann ich auch gleich noch was dazu erzählen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass du hier die richtigen Karten im Early Game ziehst, weil es ist halt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ein super Agro-Deck, wenn wir mal das so anschauen. 5 Mana, höchste Karte, ist halt schon insane. Aber so allgemein würde ich mal sagen, dass es trotzdem noch schnellere Decks einfach allgemein gibt, so wie man es sich halt einfach so auch vorstellen könnte. Okay, das ist eine starke Curve. Wir haben Turn 1, theoretisch mit Coin. Turn 2, ja, komm, behalten wir mal. Wir spielen hier gegen den Hexenmeister. Der Hexenmeister ist okay, er will sich ja Damage machen. Und da können wir halt dann auch so ein bisschen mitwirken, indem wir ihm zusätzlichen Damage machen. Ja, zur Sache des Dudedienst. Und zwar habe ich die Quest gehabt, dass ich 3 Games, wie war es nochmal, hier 3 Games mit dem Paladin spielen muss, 2-mal. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und es war halt einfach nice. Also der Dudedin, ich war überrascht. Ich habe halt 3 Runden einfach mit ihm komplett zerstört. Und zerstört meine ich hier wirklich
Holy shit, habe ich meine Gegner einfach auseinandergenommen. So, Coin. Wir gehen hier direkt all in, Leute. Wir sollen hier Agro spielen. Das ist ein Agro-Deck, also spielen wir das Agro. Guckt euch das an, einfach 2 Damage. Wenn man zweimal Void Touch Attendant draußen hat, macht man einfach 3 Damage für einen Mana. Das ist schon super nice. Ja, Kollege, was sagst du der Karte, hä? Du kriegst jetzt gleich erstmal richtig ins Gesicht. Das ist halt super nice, muss ich einfach sagen. Komm, geh für die Hero Ability. Es wäre so schön, wenn er jetzt nicht den 2-Drop hätte, um den 1-3er zu besiegen. Naja, sonst müsste ich auch hier für Hero Ability gehe ich auf jeden Fall, aber das würde halt dann nochmal einen zusätzlichen Damage haben. Ihr müsst euch einfach mal überlegen. Also, wow. Kriegt er jetzt 3 Damage? Er kriegt 3 Damage, oh mein Gott. Er kriegt halt wirklich 3 Damage, das ist halt super nice. Okay, pass auf. Pass auf. Wir machen das so. Also, dass die hier Face gehen, das ist ja schon mal logisch. Jetzt gehe ich hierfür. Aber um nochmal einen zusätzlichen Minion zu generieren, dann trade ich die Karte hier, weil ich möchte sie nämlich nicht haben und krieg noch einen Doorman Dude und hitte hier nochmal für 3. Alter, wie krank ist bitte Void Touch Attendant, wenn der Gegner nicht schnell genug reagieren kann? Turn 2, 18 Leben. Muss dazu sein, das Hexenmeister. Hexenmeister macht dir schon so ein paar uncoole Shenanigans, aber. Minus 4, er war nämlich noch auf dem Board aktiv. Super nice. Und er hielt sich nochmal. Ja, okay, er hat ja Bock, Leute. Er hat ja definitiv Bock auf ein bisschen mehr Leben. Aber das heißt nicht, dass ich ihn jetzt weiterhin nicht hitten werde. Also Void Touch Attendant scheint mir ein super wichtiges Tool zu sein. Er hat hier halt aber auch wirklich die guten Sachen mit am Start gehabt. Ja, er kann hier halt relativ... Ja, das juckt mich ja eigentlich fast gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Das juckt mich ja hier fast... gar nicht eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Ziehen wir mal noch eine Karte nach. Okay, Raise Dead ist ziemlich gut, weil bis jetzt sind einige Minions von mir gestorben, die ich auch sehr, sehr gerne wieder haben möchte. Also, man muss ja auch wirklich sagen, Raise Dead bringt euch hier extreme Vorteile. Einerseits durch Tourguide, den ihr wiederholen könnt, durch Elven Archer, durch Void Touch Attendant. Das sind alles sehr, sehr gute Minions. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt im nächsten Zug einen Void Touch bekomme, mache ich ziemlich viel Damage. Gucken wir doch mal, was ich hier Schönes kriege. Ja? Void Touch? Nice. Too much power. Zack. 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 Wie dumm ist dieses Deck einfach nur, Leute. Turn 5 Liefer. What the fuck? Turn 5 einfach Liefer gehittet. Das ist halt super schnell gewesen, einfach nur. Und das gegen Hexenmeister. Also meiner Meinung nach ist der Hexenmeister ziemlich gut. Also immer noch potenziell so ein gutes T2-Deck. Ich könnte ja inzwischen eigentlich auch einfach mal nachgucken, wie gut wirklich der Hexenmeister ist. Inzwischen darf ich das ja wieder. Oder besser gesagt, inzwischen darf ich es von mir aus wieder. Hexenmeister ist tatsächlich relativ weit unten. Interessant. Immer noch T2, aber relativ weit unten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. For the light and for my daughter. Okay, pass auf, wir haben den Coin. Das heißt, ich kann Turn 1 rausspielen. Turn 1 rausspielen. Turn 2 rausspielen. Das wäre prinzipiell ziemlich nice, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn Turn 2 rausspielen sollte. Ich meine, Dragon Maw Overseer ist unglaublich stark, aber der Schamane... Schamane ist, glaube ich, einer der wenigen Decks, die halt gut Removal direkt ziehen können. Ja, der wird auf jeden Fall Removal spielen gegen mich. Okay. Totem. Gehen wir hier mal für Face.
Das ist so eine starke Karte. Lazy Peon. Es hat einfach eine 4-7 in der Karte. What the fuck? Es ist so gut. Das hat eine super nice Combo. Also, er hat 3 Mana. Ich meine, er wird hier wahrscheinlich durchkommen. Ah, ne, er wird nicht durchkommen. Okay, das ist halt so stark jetzt, Leute. Hätte der Priest noch so ein Minion wie der Mage, von wegen, dass du hier jedem auf dem Spielfeld einmal die Hero-Ability mitgeben könntest. Das ist halt so insane. Er ist hier jetzt halt schon insane. Also von dem her. Ich meine, er kann sich jetzt hier nochmal overloaden und dann hat er halt. Er könnte 2 overloaded Cards jetzt spielen. Das wäre schon ziemlich stark allgemein, aber tatsächlich hat er nichts in die Richtung gemacht, was für mich ziemlich nice ist. Machen wir mal so. Ich kann ihn halt nicht töten, das sackt halt hart. Okay, komm. 6-6 ist nicht schlecht. Aber er kann hier perfekt uptraden und dann liegen meine 2-2er Blanko da. Und vor allen Dingen, was richtig schlecht ist, ist, wenn er jetzt einen Lightning Storm gezogen hat, weil dann muss er nur einmal hitten, spielt den Lightning Storm, hat noch 2 Mana übrig. Komm, Top Deck, kein Lightning Storm. Please. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, Schamane ist halt einfach wirklich broken momentan noch. Alleine die Elementar-Variante ist ja schon gut, aber natürlich auch Leute, die hier jetzt die Quest-Variante spielen, das ist ein extrem starkes Deck meiner Ansicht nach. Also wenn du da wirklich, er hat ihn halt wirklich aus dem Marshspawn rausgezogen. Es ist halt so traurig, Leute. Es ist halt so traurig einfach nur. Das aus einem Marshspawn rauszupullen in der Situation. Ich hatte 2 Karten auf dem Board. 2. Und er zieht es halt einfach raus. Ja, und damit ist es Game Over. Das war der Step, wo man sagen muss, jetzt ist das Spiel leider vorbei, weil Ich werde hier so gut wie nicht mehr hinterherkommen können vom Tempo. Vor allen Dingen nicht, wenn er jetzt hier seine Mana-Crystals wieder auffüllt und alles Mögliche. Dann bin ich einfach zu langsam, muss ich sagen. So, wir gehen mal hierfür. Vielleicht habe ich aber Glück und ich kann wirklich noch was rausziehen. Okay, Coin. Wir holen uns noch ein Spell. Okay, da ist der Void Shard. Mein Void Shard ist gut. Void Shard ist vor allen Dingen gut mit Void Touch Attendant. Macht er 4 Mana, 5 Damage. Er kann halt jetzt schon einmal hier den Note Taker spielen. Nicht den Note Taker, hier das, was er aus dem Note Taker rausgekriegt hat. Das wird halt Lightning Bloom sein, durchgängig. Nochmal Overload. Und nochmal Overload. Oh wow, nochmal ein Rusher kriegt ihr raus. Ah, okay Leute, dieses Game, das war's halt. Da kann ich leider nichts mehr machen, aber wir gucken uns das Deck auf jeden Fall nochmal an. Aber so, da kann ich leider nichts dagegen machen. Dieses Deck ist halt, wie ich schon gesagt habe, extrem davon abhängig, ob du an dieser Stelle gegen eins dieser Clear-Decks spielst, also wo halt wirklich einen Clear mit drin haben, oder ob der Gegner halt so lucky ist wie er jetzt, dass er den Clear wirklich aus dem Marshspawn rauszieht auf 2 Minions, Leute. 2 Minions. Von X Karten. Oh, manchmal ist dieser Random-Faktor halt wirklich deprimierend. Manchmal ist es wirklich deprimierend, dass du so ein absolut zufälliges Ding rausziehen kannst. Okay, wie sieht es aus? Nochmal Schamane. Woher hätte ich das nur wissen können, dass wir nochmal gegen Schamane spielen? Und er ist auch, kommt halt auch noch als erstes. Ich glaube tatsächlich, das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, dass man versucht, mit diesem Deck so schnell wie möglich rauszukommen. Das heißt also, Fizzled Freshman ist nicht schlecht. Aber
du musst halt eigentlich auch als Erster dran sein, weil wenn dir ein Agro-Deck begegnet und das ist dich out Agro innerhalb von 2-3 Zügen, dann hast du halt meistens keine Chance. Also in der Hinsicht wird es jetzt wahrscheinlich so sein, dass er diesen Vaporing Elemental oder den anderen Elementar auf 1 spielt und dann habe ich das Game eigentlich schon fast verloren, wenn der 2-Drop rauskommt. Das ist nicht schön, Leute, das kann ich euch sagen. Ich überlege mir hier ernsthaft gerade einfach Coin, um meinen Taunt frühzeitig rauszubringen. Ich meine, im nächsten Zug trade ich definitiv und nutze meine Heldenfähigkeit. Und desto länger er halt auf dem Spielfeld liegt, desto besser ist es. Ich glaube, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass ich ihn irgendwie schaffe zu outvalue, wenn er jetzt keinen Taunt kriegt. Das ist so gut einfach nur. Das ist so gut einfach nur. Oh mein Gott. Okay. Damit ist er halt schon mal tot und, was noch viel, viel wichtiger ist, also das ist ja mit jetzt die wichtigste Sache, die eigentlich passieren konnte, ist, dass er den 2-5er nicht rausspielen kann mit Windfury. Heißt also, da bin ich dann erstmal noch eine Runde safe und ich krieg meinen Taunt dazu. Okay, Weapon, okay, okay, okay. Traded hier, ich kriege im nächsten Zug meinen Taunt, ich habe also damit gar kein Problem und kann jetzt hier für meinen Agro-Play gehen. 3-Drop, traden, Ende des Zuges. Und ich baue mir mein Board momentan schneller aus als er. Das liegt aber auch nur daran, dass ich bis jetzt besser rausgekommen bin, besser gezogen habe. Okay, ja, jetzt kommt der Windfury-Kollege. Das heißt, ich muss meine Heldenfähigkeit schon mal einmal für den Windfury-Kollege aufhalten. Oder er nutzt jetzt hier diese, hier 3 Mana, 3 Damage. Okay, tradet tatsächlich den Taunt ab. Ja, das ist halt ein ganz deutliches Zeichen. Jetzt kommt Windfury gleich an den Start. Okay, ja, hier ganz klar, 2 Damage hier. Er wird halt definitiv den Windfury spielen, gell? Lohnt es sich an der Stelle, ihn schon zu spielen? Ich meine, er tötet ihn safe, gell? Behalte ich lieber einen Mana über. Er tötet ihn halt 100%ig. Oh mein Gott, er hat halt wirklich nicht gute Karten am Start. Absolut keine guten Karten. Das sind halt echt... Das läuft mir hier gerade echt ziemlich gut rein. Damage Phase. Jetzt muss er der 1-3er sterben. Er hat kein Elemental gespielt. Er hat aber genug Sachen, die 3 Damage machen. Also von dem her habe ich da eigentlich gar keine Angst. Oh mein Gott, what is he doing? Okay, wie viel Damage habe ich? Ich habe 4, 5, 6. 6 und 5 wären 11. 12, 13. Spielt das Deck Heal? Ich meine, prinzipiell, wenn er jetzt keinen Heal hat, dann sollte ich das Game gewonnen haben. Nice. Also, ich muss wirklich sagen, es gibt diesen einen Punkt in wahrscheinlich jedem Game, wenn der Gegner es schafft, dich auszuschalten, schnell genug zu sein, einen großen Boardwipe zu haben in einer Situation, dann ist es halt einfach insane. Dann kannst du halt auch nichts mehr gegen ihn machen. Dadurch, dass er aber jetzt hier halt wirklich... Ja, muss ich halt einfach mal sagen, echt ein bisschen Pech hat und alles mögliche und vielleicht auch nicht ganz optimal gezogen hat und ja, halt insgesamt ein bisschen langsamer war als ich. Es ist halt schon ziemlich gut gewesen. Das war ein Ele-Schamane, Leute. Ele-Schamane ist momentan immer noch
Top-Tier meiner Ansicht nach. Ja, und damit habe ich meine Quest für diese Woche auch schon jetzt erledigt. Das ist halt wirklich verrückt. Also ich bin sehr erfreut, dass der Priest es geschafft hat, auf so einen Status zu kommen. Dass wir endlich mal wieder einen Agro-Priest sehen. Und dass er dann auch noch diesen Flavor vom Shadow-Priest mit reinbekommen hat. Das ist halt schon ziemlich nice, muss ich sagen. Okay, wir kriegen hier Auctioneer Jackson als Ding. Noch den 50er Reward hier, 75 Gold da. Und in der Collection habe ich jetzt auch noch die Priest-Karten alle komplett. Ja, nice, hat sich doch gelohnt, war eine geile Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt es schön in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren, das supportet mich. Und ihr bekommt euren Content, liebe Leute. Ich wünsche euch was, haut rein. Bis denn dann. Tschüss.